Ja, dann begrüße ich Sie hier zu dieser Coffee Lecture zum Thema Ilias wird mobil, die Ilias Pegasus App. Mein Name ist Mirko Hilbert, ich arbeite am Hochschulrechenzentrum, bin dort zuständig maßgeblich für den Ilias Support und ja, Thema ist heute, wie gesagt, Ilias wird mobil. Wenn Sie Ilias nutzen, kennen Sie sicherlich die Desktop-Ansicht. Hier haben wir mal einen Ilias-Kurs mit diversen Lernmaterialien, Lernmodul, Test, eine Übung, wo man Sachen einreichen kann, Weblinks und Dateien. Das ist so die Desktop-Ansicht, wie man sie kennt. Ilias ist aber auch responsiv, das heißt auch für Mobilgeräte oder für die Nutzung auf Mobilgeräte optimiert. So sieht der gleiche Kurs dann zum Beispiel auf einem Smartphone aus. Man erkennt, es ist ein bisschen anders, ein bisschen, ich sag mal, aufgeräumter. Das Menü ist versteckt mit so einem Burger-Menü und im Prinzip ist Ilias bereits mobil, also mobil nutzbar auf diversen Bildschirmgrößen, für diverse Bildschirmgrößen optimiert. Thema heute ist allerdings die Pegasus-App. So sieht jetzt der Kurs in dieser Pegasus-App aus. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn Ilias eigentlich schon mobil ist, wozu braucht es dann noch eine App? Und was diese Pegasus-App genau macht und wozu man die braucht oder nutzen kann, das will ich dann hier in diesem Vortrag kurz zeigen. Die Pegasus-App ist kein Bestandteil, Kernbestandteil von Ilias selbst. Die Pegasus-App ist entstanden als ein Open-Source-Projekt, das initial durch die Studierenden oder von den Studierenden der Universität Freiburg beauftragt und finanziert wurde. Das heißt, die hatten bestimmte Wünsche an Ilias bzw. an eine App für Ilias und die wurde dann eben für die Universität Freiburg implementiert. Und da das ein Open-Source-Projekt ist, steht die eben auch ja, allen anderen Ilias-Standorten prinzipiell zur Verfügung und wird mittlerweile durch die Ilias Special Interest Group Mobile betreut. Das heißt, da treffen wir uns in regelmäßigen Abständen und als App-Anwender, als App-Anwender-Hochschulen diskutieren, wie die App bei uns genutzt wird, diskutieren, setzen uns zusammen mit den Entwicklern und schauen, wie die App in Zukunft weiterentwickelt und um neue Funktionalitäten ergänzt werden kann. Das ist eine offene Community, da kann sich im Prinzip jeder mit beteiligen, der daran Interesse hat. Was ist die Pegasus-App nicht? Also die Pegasus-App ist jetzt kein vollwertiges Ilias für Smartphone. Aufgrund der Komplexität von Ilias und den vielen Funktionen ist es eigentlich auch gar nicht möglich, im Prinzip alles für Smartphone dann nochmal nachzuimplementieren. Und das war auch gar nicht Ziel bei der Entwicklung dieser App. Was ist die App stattdessen? Die App kann man sich eher als Ergänzung oder Erweiterung von Ilias selbst, also Ilias als Webanwendung, vorstellen. Wo es darum geht, Ilias um neue Funktionen zu erweitern, bei der dann speziell eben die Möglichkeiten genutzt werden, die man eben auf Smartphones, Tablets, also allgemein mobilen Geräten hat. Im Zentrum der Pegasus-App stand für die Studierenden der Universität Freiburg der Online- sowie Offline-Zugriff von Materialien wie Kursen, Gruppen, Ordnern und insbesondere Dateien. Das heißt, das Ziel war, dass man über die App eben alle Lerninhalte, alle Materialien, insbesondere eben Dateien, immer dabei haben kann, auch wenn man jetzt zum Beispiel in der Bahn sitzt und gerade kein Netz hat. Alle anderen Objekte, die eben nicht nativ unterstützt werden, das heißt nicht direkt in der App angezeigt werden können, sollen dann über einen Verweis auf das Ilias-System dann verfügbar sein. Das heißt, man wird dann aus der App hinaus dann in den Browser geleitet und landet dann eben an dem Objekt, was man dort eben ausgewählt hat.
Um dann halt die Benutzung flüssiger zu machen, wurde dann ein Single Sign-On implementiert. Das heißt, ich bin in dieser App eingebucht in Ilias, ich habe meinen Account mit der App verknüpft und muss mich dann eben nicht nochmal in Ilias einloggen. Ich werde direkt zu dem Objekt geleitet und muss dann nicht nochmal über den Anmeldebildschirm gehen. Das macht die ganze Benutzung von Ilias, wenn man die App quasi als zentrales Mittel nimmt, dann eben entsprechend einfacher. Das zweite oder eine zweite wichtige Funktion ist eben die Benachrichtigung über neue Inhalte. Ich will nicht ständig immer nachgucken, hat jetzt der Dozent dort irgendwie eine neue Datei hochgeladen in den Kurs, sondern wenn der Dozent, die Dozentin dort was Neues hochgeladen hat, bekomme ich halt über die App eine Benachrichtigung. Und sofern ich den Kurs oder den Ordner abonniert habe, werden diese Daten, neue Dateien oder geänderte Dateien auch automatisch synchronisiert. Das heißt, ich kann Ordner, ganze Kurse, einzelne Dateien kann ich als Favoriten markieren und wenn dort eine Änderung ist, dann findet eine automatische Synchronisation statt. Die Datei wird mit meinem wird quasi heruntergeladen, sodass sie jederzeit auch offline verfügbar ist und ich muss mich selber nicht mehr darum kümmern, die runterzuladen. Da es in Ilias natürlich sehr viele Dateien, sehr viele Inhalte gibt, wäre es natürlich blöd, wenn dann irgendwann mein Speicher auf dem Handy voll ist. Deswegen gibt es da zwei Funktionen, die dort noch implementiert wurden. Das eine ist der sogenannte WLAN-Only-Modus. Das heißt, finden nur Downloads statt, wenn ich im WLAN eingebucht bin. Das kann ich aktivieren. Und ich kann eine maximale Quote einstellen. Das heißt, ich kann einstellen, es soll nur so und so viel Speicherplatz von der App genutzt werden. Und wenn der halt voll ist, werden auch keine neuen Dateien mehr heruntergeladen. Wie gesagt, die App befindet sich stetig in der Weiterentwicklung, getrieben eben durch die Community, durch die vielen verschiedenen Hochschulstandorte und auch Unternehmen, die die App nutzen. Und geplant sind jetzt in nächster Zukunft eben die Offline-Nutzung weiterer Objekte, wie zum Beispiel HTML- und SCORM-Lernmodule. Tests sollen offline unterstützt werden und auch um Funktionalitäten erweitert werden, die man so im eigentlichen Ilias-System gar nicht hat, die eben auch auf Mobilgeräte entsprechend gemünzt sind und das Lernkartentraining, also das Karteikartenlernen, was man in Ilias hat, soll eben auch mobilfähig gemacht werden. Eine sehr interessante Erweiterung, die den Funktionsumfang von Ilias erweitert, sind die sogenannten Ilias-Lernorte. Die Ilias-Lernorte sind schon ein bisschen älter. Die wurden ursprünglich an der Uni Hohenheim entwickelt und waren dort Bestandteil der Hohenheim-App, also der Universitäts-App der Uni Hohenheim. Später wurden sie dann als eigenständige App der Ilias-Community zur Verfügung gestellt und sind jetzt seit letztem Jahr dann eben als neue Funktion in dieser Pegasus-App integriert worden. Diese Lernorte sind eben eine neue Funktion, die eben so in Ilias selbst als Webplattform gar nicht möglich wären, wenn man nicht diese App hätte. Da geht es um Mobile Learning oder sogenanntes Location-Based Learning. Und da schauen wir uns erstmal so ein paar Begriffe an. Ein Ort finde ich irgendwo im Raum, in der Stadt. Ein Ort, da bin ich vielleicht zufällig, gehe da vorbei, schaue mir was an und bin eigentlich, wenn ich offen durch die Welt gehe, auch in der Rolle eines Lerners. Das heißt, wenn ich mit offenen Augen durch die Welt gehe, kann ich auch immer wieder neue Sachen entdecken, lernen. Manche Sachen vergesse ich dann auch wieder und diese Lernprozesse, die dort stattfinden, sind eher zufälliger Natur. Ein
Point of Interest, abgekürzt POI, kennt man vielleicht von Navigationssystemen. Das heißt, ich habe irgendwie ein Ziel, das gebe ich an durch eine Adresse oder GPS-Koordinaten, dann führt mich das Navi dorthin und ich bin fröhlich am Ziel angekommen oder finde dort eben weitere Informationen zu dem Ort, wo ich mich dann befinde. Das heißt, ich bin halt nicht zufällig an einem Ort, sondern ich bin mit einer gewissen Motivation gezielt an einem Ort und nehme Informationen dann eben auch gezielt wahr. Andere Beispiele wären zum Beispiel eine Stadtführung, wenn ich da durch eine fremde Stadt geführt werde und der Stadtführer erzählt mir dann irgendwas zu den einzelnen Gebäuden, die ich dort sehe. Auch da ist es eher eine gezielte Aufnahme von Informationen oder zum Beispiel ein Audioguide in einem Museum, der mich durchs Museum führt und mir zu den Exponaten irgendwas erzählt. Beim Point of Interest geht es aber eher dann um Informationsabruf oder Bereitstellung von Informationen. Eine interessante Erweiterung ist dann der sogenannte Point of Learning. Was beim Point of Learning hinzukommt, ist eben, dass es nicht nur ums Konsumieren von Inhalten geht, sondern eben um Aktivität. Ich soll aktiv werden, ich soll Aufgaben erfüllen, ich soll realitätsnah lernen und das, was ich lerne, immer halt im Kopf mit dem Ort verbinden, an dem ich das entsprechend gelernt habe. Und das verspricht eben, dass ich das, was ich dort lerne, dort vor Ort gelernt habe, eben dann auch länger behalte, als wenn ich es mir nur in einem Buch durchlese oder in einer Vorlesung davon erzählt bekomme. Beispiele für so Point-of-Learning-Ansätze, Anwendungen sind jetzt zum Beispiel auch so Geocaching-Sachen oder Schnitzeljagd. Ich komme da irgendwo hin und muss dann irgendwelche Quizaufgaben machen oder so. Das heißt, dieser Point of Learning, das ist das, was dann eben durch diese ILIAS-Lernorte realisiert wird in der App und in ILIAS. Wie sieht das dann konkret aus? Wir haben zum einen ILIAS. In ILIAS kann ich Lernorte anlegen, wie jedes andere ILIAS-Objekt auch. Ich gebe einen Titel an und eine Beschreibung. Ich gebe die GPS-Koordinaten an, also die Position des Ortes. Und kann dort dann Materialien hinzufügen. Materialien, die dem Lerner dann eben auch offline zur Verfügung stehen, wie Texte, Bilder und Videos. Und wichtig und interessant ist dabei, diese Materialien sind eben positionsabhängig. Das heißt, der Lehrende kann bestimmen, wann, in welchem Kontext sind diese Materialien überhaupt sichtbar. Sind die jetzt immer sichtbar? Das heißt, egal wo ich mich befinde, oder sind gewisse Materialien, Informationen oder Aufgaben nur dann sichtbar, wenn ich mich vor Ort an diesem Ort befinde oder vielleicht, wenn ich vor Ort bin oder war und dann im Nachgang halt zu Hause mir dann nochmal meine Ergebnisse angucken möchte. Also wenn ich muss halt einmal da gewesen sein. Ich kann Offline-Inhalte bereitstellen und ich kann jedes beliebige ILIAS-Objekt, was es gibt, also alle möglichen ILIAS-Inhalte, die ich habe oder erstellen kann, kann ich mit solchen Lernorten verknüpfen und somit halt alle möglichen Tools mit so einem Lernort dann verfügbar machen. Und die Pegasus-App ist dann quasi das Instrument, mit dem ich dann diese Lernorte besuchen kann. Ich kann dann mit Hilfe von einer Kartenansicht dorthin navigieren, kann die Inhalte dann abrufen, je nachdem, wo ich gerade bin, und eben dann auch auf ILIAS Lerninhalte zugreifen. Wie sieht das Ganze dann aus? Wir starten einmal die App. Da habe ich hier dann den Startbildschirm von ILIAS Pegasus. Wenn ich die App das allererste Mal starte, nachdem ich sie installiert habe, muss ich erstmal die ILIAS-Installation auswählen. In diesem Fall eben das ILIAS der Universität Gießen. Meldet mich dort einmalig an. Da lande ich eben in dieser Mobilansicht von unserem ILIAS-System, wo ich mich dann einloggen kann. Und wenn ich das gemacht habe, lande ich dann wieder zurück im Hauptbildschirm der App. Das muss ich, wie gesagt, nur einmalig machen und die Login-Credentials werden in der App hinterlegt.
In der App kann ich dann auf meine Kurse und Gruppen zugreifen. Das heißt, die Kurse und Gruppen, in denen ich halt Kursmitglied bin oder auch Lehrender bin, also verschiedene Rollen habe. Der Lerner hier ist jetzt Mitglied in zwei Kursen. Das eine ist die JLU Campus Tour. Das ist ein Beispielkurs, den ich eingerichtet habe, wo man verschiedene Orte der Uni Gießen wiederfindet, einfach als Beispiele zur Demonstration dieser Lernorte-Funktionalität, wo man verschiedene Inhalte, Aufgaben, Tests und so weiter findet. Wir gehen einmal in diesen Kurs rein, finden dort wieder verschiedene Ordner. Zu jedem Campusbereich gibt es einen Ordner, damit es ein bisschen aufgeräumter ist. Und wir gehen jetzt einmal in den Campus Innenstadt und man sieht, wir haben jetzt hier drei Lernorte, unter anderem das Uni-Hauptgebäude. Und wenn ich jetzt aufs Uni-Hauptgebäude gehe, dann fragt mich die App das erstmal, ob ich der App erlaube, auf meinen Standort zuzugreifen. Natürlich muss die App meinen Standort wissen, sonst weiß die App ja nicht, wo ich mich befinde und ob es bestimmte Informationen anzeigen soll. Und das lasse ich einmal zu, das muss ich auch nur einmal bestätigen und sehe hier, okay, da sind zwar Informationen hinterlegt, aber ich bin gar nicht vor Ort. Das heißt, mir werden diese Informationen jetzt in diesem Beispiel gar nicht angezeigt. Dann kann ich auf die Kartenansicht wechseln und sehe, okay, ich befinde mich hier am Hochschulrechenzentrum, markiert durch diesen blauen Punkt. Das Hauptgebäude ist aber ganz woanders, da wo jetzt hier dieser orangefarbene Marker ist. Dann kann ich mich durch die Stadt bewegen, zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder wie auch immer. Der blaue Punkt bewegt sich natürlich mit, wenn ich mich bewege. Das ist mein aktueller Standort und irgendwann bin ich dann am Hauptgebäude angelangt. Und wenn ich dann wieder in den Inhaltsbereich umschalte, sehe ich, aha, Sie stehen jetzt vor dem Hauptgebäude der Justus-Liebig-Universität. Das heißt, hier bin ich jetzt vor Ort, mir werden entsprechende Informationen angezeigt und bestimmte weitere Materialien, wie zum Beispiel ein kleiner Test, ein paar Fragen zum JLU-Hauptgebäude. Wenn ich jetzt da drauf klicke, kriege ich nochmal einen sozusagen Warnhinweis, dass ich jetzt die App verlasse an der Stelle. Kann das natürlich auch abbrechen und wenn ich jetzt auf OK zum Browser klicke, lande ich direkt in dem Kurs, in dem diese Lernorte hinterlegt sind und direkt in diesem Test, der dort verlinkt wurde und kann dann als nächstes den Test starten und bestimmte Quizfragen zum Beispiel zum Hauptgebäude beantworten, die man idealerweise eben nur beantworten kann, wenn man gerade vor Ort ist. Und so kann man auch weitere Materialien hinterlegen, weitere Aufgaben hinterlegen und diese Orte dann eben entsprechend nutzbar machen als Lernorte. Das soweit als kleinen Kurzüberblick. Wenn Sie das ausprobieren möchten, selber ausprobieren möchten, finden Sie hier einen QR-Code. Wenn Sie den einscannen, müssen Sie sich einmal im Elias der Uni Gießen einloggen und haben dann Zugriff auf diese Campus-Tour, auf diese verschiedenen Lernorte. Sie finden dort auch den Link und einen QR-Code, wo Sie sich die App runterladen können. Die App ist kostenlos, erhältlich für Android und für iOS, also iPhone-Nutzer oder iPad-Nutzer. Und hier finden Sie noch ein paar weitere Links und damit bedanke ich mich mit ein bisschen Überziehungszeit und stehe gerne noch mit zur Verfügung für Fragen.